Gemeinsam geht's für die Welpen und ihre Eltern jetzt zu einem ganz besonderen Besuch. Hallo ihr Lieben. Hi. Alle schon da, wunderbar. Hunde sind ja bekanntlich die besten Freunde von uns Menschen und nicht zuletzt, weil sie auch erstaunliche Fähigkeiten mitbringen. Und ich denke, dass wir das auch heute sehen werden. Wir besuchen nämlich gleich Bianca Niemeyer und sie ist Ausbilderin für Assistenzhunde. Was das genau bedeutet, wird sie uns gleich mal erklären. Wir gehen mal rein. Rein heißt in diesem Fall ins Wohnzimmer von Patientin Laura und ihrem Hund Easy. Eine ganz spannende Arbeit, finde ich. Assistenzhunde, da stellt man sich ja so drunter vor, Blindenführhunde. Die kenne ich jetzt. Worauf bist du denn spezialisiert? Genau, Blindenführhunde ist eigentlich das Bekannteste, das kennt man. Ich habe aber ganz andere Gebiete. Einmal Assistenzhunde für PTBS, posttraumatisches Belastungssyndrom. Also die Leute sind auf unterschiedlichste Weise traumatisiert vielleicht und haben Angst in unterschiedlichen Situationen. Und die Assistenzhunde geben denen ein Stück Selbstständigkeit zurück. Anfangen würden wir direkt mit Steh vorne. Das heißt, der Hund steht vor einem und beschützt einen vor fremden Menschen. Laura wird euch das zeigen. Easy. Komm, Seite. Genau, dann sieht man, der Kopf geht quasi in meine Richtung. Um Abstand zu halten zu den fremden Leuten, wenn die jetzt auf Laura zugehen, kommen die nicht weiter als bis hierhin. Der große schwarze Hund schreckt schon allein durch seine Farbe ab. Sehr gut. Cool, wirklich. Ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass wenn sie neben mir ist, dass ich nicht alleine bin und dass, wenn irgendwas sein sollte, dass Easy da ist und mir helfen kann. Nur mit Easy ist Laura sicher, vor allem auch beim Einkauf. Ich stehe an der Kasse. Entsprechend safe bedeutet, dass der Hund zwischen die Beine geht von uns Besitzern und einfach da bleibt, sich bei PTBS auch anlehnt, um eben zu zeigen, ich bin da. Auch das zeigt Laura einmal. Safe. Aber auch zwischen unseren Beinen ist, um eben rechts und links nicht an den Tüten schnuppern zu können. Dann gibt es noch die Assistenz und eine Aufgabe, das Apportieren der Medikamente. Hier haben wir also diese Medikamentenschachtel. Da die Medikamente sonst ja einfach im Haus irgendwo liegen und da natürlich auch andere Dinge drumherum liegen, haben wir das mal eben gestellt, damit ihr erkennt, dass Easy eben auch die Medikamente wirklich von anderen Dingen unterscheiden kann. Easy, bring Medis. Bring Medis. Komm her. Oh, das fällt dir schwer. Super. Ah, das Easy hebt mir viele Gegenstände vom Boden auf, weil ich Probleme habe, mich zu bücken. Einfach aus dem Grund, weil ich Angst habe, dass in dem Moment jemand von hinten kommt und ich dann nicht schnell genug wegkomme. Eine Assistenzhundeaufgabe, die typisch ist bei PTBS, ist die Leute aus den Dissoziationen rausholen. Und das soll Easy jetzt also erkennen. Und dann springt sie auf den Schoß und leckt manchmal auch im Gesicht, je nachdem, wie viel nötig ist, um Laura wieder in diese Welt zu holen. Wow. Laura wird das nachstellen. Und Easy reagiert sofort. Krass. Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. Gut. Ich finde es faszinierend, auch gerade die Interaktion von Hund und Mensch und wie er da reagiert. Also es ist schon echt beeindruckend. Ich hatte eben richtig Gänsehaut, das zu sehen. Ich finde, das ist eine ganz großartige Arbeit. Können wir denn mit unseren Welpen auch schon irgendwas mal anfangen, so kleine Sachen irgendwie trainieren? Geht das? Ich denke doch. Also zum Beispiel dieses Safe kann man ganz gut machen. Und Steh vorne kriegen wir bestimmt auch schon erste Ansätze gut hin. Riddick macht den Anfang. Genau. Weil er ja schon aufs Leckerchen fixiert ist, können wir dir schon zwischen die Beine halten und versuchen, ihn so rum dahin zu locken. Genau. Genau. Wunderbar. Super. Da kannst du dein Markerwort einsetzen. Fein. Der Hund sitzt, dann bezahlt jemand an der Kasse. Ja. Dann gehen wir erstmal mit Hund zwischen den Beinen weiter, sitzen wieder. Also das ist ja eigentlich das Endziel. Ja. Und wenn wir dann bezahlt haben, am Ende ist nicht mehr so wichtig. Komm hier. Genau so. Also Hunderassen sind mehrere geeignet. Zum Beispiel bei PTBS, der Hund soll Distanz schaffen. Dann wäre es gut, ein großer Hund. Wenn er dann noch schwarz ist, ist das perfekt. Aber ich hatte auch schon Rollstuhlfahrer, wo der Hund einfach nur was aufheben sollte. Und damit konnte der auf den Schoß springen. Dann ging auch so ein 4-5-Kilo-Hund. Also das kommt sehr darauf an, was wir im Endeffekt erreichen wollen. Bei Lilo ist die Eignung dennoch fraglich. Ihr könnt schon mit den Leckerchen in eine gewisse Position führen, richtig? Ja. Dann machen wir das. Also wir gehen recht tief. Da. Genau, da entlang.
Fast super. Ja. So wäre super. Das ist genau richtig. Super, Max. Auch eine kleine Lilo kann ein Assistenzhund werden, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem Bereich, in dem die Easy arbeitet. Denn ein wirklich beeindruckendes Wesen hat sie jetzt nicht, wobei sie schon beeindruckend süß ist. Mehr Talent hat da schon Frieda. Jawohl. Das ist ja auch schon so ein kleiner Vertrauensbeweis, ne? So unter die Beine. Das müssen wir ja noch erstmal zeigen. Rüber als Mensch. Ja, genau. Und auch Luna gibt sich alle Mühe. Ja, so, sehr schön. Genau, sehr schön. Bianca, tolle Arbeit, die du da machst. Dankeschön. Wir sagen danke und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Und während die Welpen durchatmen können, ist der Welpentrainer unterwegs zu Holly. Ich bin wieder in Berlin und treffe mich gleich mit Melli. Und Holly lernt heute das Thema Leinenführigkeit. Da hinten sehe ich sie schon Blätter jagen. Mit Mellis Blog betreibt die Berlinerin einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle des Landes. Welpe Holly ist seit 3 Wochen bei ihr. Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Die Bandbreite von Mellis Blog ist riesig. Jetzt sollen Tipps für Welpenbesitzer dazukommen. Und André hilft dabei. Also sind wir mal gespannt und legen mal los. Und zwar mit einem Spaziergang. Den macht der 14 Wochen alte lebhafte Australian Shepherd gern. Aber nur so, wie Holly es selber gerne mag. Hi, Melli. Hi, grüß dich. Und Holly. Freut sich ja jemand. Jawohl. So, heute Thema Leinenführigkeit. Ja. Wo genau steht ihr? Da habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen zu dem Thema? Ey, wir laufen. Wir laufen zusammen. Aber ob das jetzt Leinenführigkeit ist, würde ich nicht sagen. Ja, bisher ist halt immer beim Spazieren in den Kinderwagen reingelaufen. Und das würde ich halt einfach gerne so ein bisschen schauen, dass wir das trainieren. Aber es ist eine Trainingssache wahrscheinlich, oder? Es ist eine Trainingssache, denn für Hunde ist so eine Leine völlig fremd. Das gibt's in der Natur nicht. Wir müssen sie Stück für Stück dran gewöhnen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir ja unsere Trainingsleine haben, die du ja schon wunderbar benutzt. Sehr gut. Ja. Und das Geschirr, das ist wie so eine Art Schwimmflügel, die wir irgendwann mal loswerden. Und parallel dazu bauen wir jetzt die Leinenführigkeit am Halsband auf. Mit einer Führleine, die du netterweise auch mitgebracht hast. Perfekt. Na dann kann's ja losgehen. Schritt 1. Melli muss die Leine an Hollys Halsband befestigen. Belohnen. Nicht mit Streicheln in dem Fall, sondern wirklich mit Futter. Oh Gott, jetzt haben wir aber viele Leinen dran. Bei André sieht das alles super einfach aus, aber tatsächlich ist es echt viel. Also man denkt das gar nicht, auch wenn man es so im Fernsehen sieht. Aber dann hast du die Leckerlis in der einen Hand, die eine Leine, die andere Leine. Dann muss Holly auch noch, dann geht Holly in die Leckerlis rein. Also es ist super viel, wo ich einfach an mir einfach erstmal arbeiten muss. So, Schritt 2, jetzt geht's ans Loslaufen. Und zwar erstmal nur wenige Schritte und mit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit von Holly. Das heißt, ich stelle mich hier neben, nehme die Holly mit. So, komm jetzt, wir gehen. Ups, Fehlstart. Aber schon nach ein paar Metern läuft's rund. Wenn die springt, habe ich zu viel Aufmerksamkeit. Wenn sie stehen bleibt, habe ich zu wenig. Das reguliere ich mit meinem Oberkörper. Zwischendurch bleibe ich mal stehen. Im besten Fall setzt sie sich sogar hin, macht sie ja sowieso schon, und gehe weiter. Und die merkt am Anfang gar nicht, dass da die Leine dran ist. Und genau das soll auch so sein. Läuft sie weit vor, mache ich einfach Folgendes. Richtungswechsel. Dann bin ich wieder vorne. Und ich finde es immer eine tolle Angewohnheit, wenn der Hund sich dann auch hinsetzt. Ja? Jetzt mache ich die Leine ab. Blickkontakt, jetzt. Und ich bin fertig mit der Übung. Ja, krass, ey. Ja, jetzt bist du dran. Ja. Das kriege ich bestimmt nicht so gut. Das schaffst du. Hier ist auch wieder die Koordination das Problem am Anfang. Ich muss die Leine richtig halten. Ich muss auf der richtigen Seite stehen. Das fällt vielen Hundebesitzern erstmal schwer. Aber nach ein bisschen Training sollte das auch bei Melli funktionieren. So, los geht's. Ich selber, ich muss da laufen, ne? Wie du magst. Halli, links komm. Wie rechts, du gibst die Seite vor. Halli, komm. Lad sie ein und zieh sie mit. Sehr schön. Und ne, wenn die hochspringt, drehst du deinen Oberkörper ein bisschen raus. Hast du zu viel Aufmerksamkeit. Ne, wenn sie stehen bleibt, musst du wieder ein bisschen mehr machen. Genau dazwischen liegt es. Mach mal einen Richtungswechsel. Komm. Und nimm sie mit. Komm. Ja, jetzt hast du einmal kurz geschlafen, ne? Nimm sie körpersprachlich mit. So. Guck mal, das Futter ist gar nicht auf der Höhe vom Hund. Wir machen nicht die Karotte auf dem Esel, ne, weil sonst springt die ganze Zeit dahin, dann lernt sie aber nichts. Ja, guck mal wirklich, dass das Futter hier. Hier kommt eine Hundebegegnung, ziehen wir sie raus, lassen sie sitzen machen und gehen jetzt mal in die Richtung weiter. Okay. So macht's auch Holly Spaß. Sehr gut. Weiter. Hollys Fokus liegt jetzt komplett auf Frauchen. Nimm die Leine ruhig ein bisschen kürzer. Richtungswechsel. Da nimmst du sie jetzt mit. Gehen. Jawohl. Und stehen bleiben. Und sitzen. Leine abmachen.
Wir haben ja noch unsere Sicherheitsleine. Sonst würden wir jetzt hier an der Straße keine Leine abmachen. So, jetzt wird aufgelöst. Jetzt. Oh. Super. Das sind die ersten beiden Schritte für eine perfekte Leinenführigkeit am Ende. Du weißt jetzt, wie es geht, kannst es in Ruhe weiter trainieren. Für sie reicht es heute alle Male. Jetzt geht es noch ein bisschen hinten auf die Wiese, kannst du mal Pipi machen und dann geht's ab ins Welpenzimmer zum Schlafen. Genau. Los, komm, Holly.